Wisst ihr noch, wie ich sagte, dass Metal Slug 2 und 3 pure Perfektion sind? Tja, diese Spiele auch, obwohl es zu einer weit komplizierteren Genre gehört. La Mulana ist ein 2006 erschienenes Metroidvania, welches nur von 3 Leuten programmiert wurde. Ihr begebt euch in eine riesige Ruine voller Rätsel, fetter Bossgegner und interessanter Lore. Man fühlt sich echt, als würde man der größte Explorer seit Christopher Columbus und Indiana Jones sein. Die zahlreichen Steintafeln, die ihr erst mit einem speziellen Item lesen und mit einem anderen dann noch übersetzen müsst, geben euch nicht nur subtile Hints darüber, was ihr tun müsst, um weiterzukommen, sondern erzählen euch auch über die sehr umfangreiche Story der mysteriösen Ruine La Mulana. Wie Sheepdog Wolf sind die Rätsel extrem kreativ, wenn auch in manchen Fällen mehr als nur kryptisch. Mein Lieblingsrätsel zum Beispiel ist dieses. Ihr müsst das Jahr vom Ende der fünften Sonne eingeben, das ist 2012, indem ihr durch diese Tore wandert. Jedes Tor entspricht einer Zahl, die allerdings nur in der La Mulana Schrift angegeben ist. Also müsst ihr zunächst versuchen herauszufinden, welches La Mulana Symbol welcher Zahl entspricht. An einem ganz anderen Punkt im Spiel habt ihr eine Tafel, die scheinbar keine große Bedeutung hat. Allerdings sind darauf die Zahlen 0 bis 9 abgebildet. So könnt ihr diese Tafel ohne dem Übersetzungs-Item anschauen und dadurch bestimmen, welches Symbol welcher Zahl entspricht und es dann eingeben. Und das ist noch eins der einfacheren Rätsel. Ohne Guide hätte ich es selbst niemals durchgespielt. Also für Rätselfetischisten ist dieses Spiel ein wahr gewordener Traum. Dadurch, dass es ein Metroidvania ist, ist auch alles ziemlich offen. Wenn ihr bei einer Area gerade nicht weiterkommt, geht halt zu einer anderen und probiert da ein bisschen herum. Grafik und Sound sind an das MSX2 angelehnt, was ich echt cool finde. Wir haben so viele Retro-Pixel-Spiele heutzutage, die damit prahlen, sich an der NES zu orientieren, obwohl sie dann meistens die Limitationen der NES eh gar nicht wirklich beachten. Aber eines, welches mal einen anderen, spezifischeren Retro-Stil wählt, finde ich ganz erfrischend. Ihr könnt sogar verschiedene MSX2-Spiele finden. Wenn ihr die dann in verschiedenen Kombinationen equippt, gibt euch das unterschiedliche Effekte, wovon manche davon pure Easter Eggs oder Funny Stuff sind, aber andere sogar notwendig sind, um das Spiel durchzuspielen. Es gibt auch ein Remake von La Mulana auf Steam, was ich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich verstehen kann. Dieses Spiel lebt von seinem speziellen Look und den zahlreichen Anspielungen an die MSX2. Ich meine, das Remake ist bestimmt voll in Ordnung, aber die Original-Freeware-Version war doch eigentlich schon pure Perfektion. Dann kam sogar noch vor einigen Monaten das Sequel La Mulana 2 heraus, was mich ebenfalls wundert. Der erste Teil erzählt eigentlich eine ziemlich abgeschlossene, tiefe Story über die Entstehung der Welt. Was da noch hinzuzufügen ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich werde das Sequel auf jeden Fall demnächst mal spielen.